doch nicht in das Rede laufen gelernt. Das reicht, das reicht. Ich hätte die Sachen viel besser brauchen können, aber ich habe da ein paar Kondome gefunden. Du geiler Bock, du! Das redet euch doch nicht auf. Ihr wart doch, da wir 20 Jahre dazu so mal besser brauchen können, als wir heute vorgehen, oder? Sehr gut, sehr gut. Also ich muss sagen, die Aussage von Florian erscheint mir durchaus glaubwürdig. Ja, das ist nur ein Segen, Herr Pfarrer. Im Gegenteil, ich sehe immer mehr ein, dass sich die Sache ganz anders zugetragen hat. Zumal sind ja da noch die Preis- und Qualitätsschilder dran. Ja, ist ja klar, für das muss man zahlen. Ich bitte dich, halte deinen Mund. Diese Schilder besagen doch eindeutig, dass diese Kleidungsstücke, wenn man das Zeug so nennen kann, noch gar nicht gebraucht wurden. Und das kommt dem Ende hinaus auch wesentlich näher. Das, was mein Ohr ist, jetzt. Aber zur ganz genauen Feststellung wollen wir jetzt einmal die eigentlich betroffene Person, meine Köchin, die Laura, befragen. Laura, komm sofort herein. Jo, Herr Pfarrer, was wünschen? Ich wünsche, dass du nur die reine Wahrheit sagst. Ich würde sie doch nie belügen. Komm nur her. In Gottes Willen. Nur keine Hemmungen. Für diese Dinge bist du schon viel zu alt. Für uns ist jetzt noch wichtig zu wissen, wie dieses Zeug in den Bauhof gekommen ist. Also, das ist ganz einfach. Der Herr Pfarrer hat mir doch um Schützenball ein Los gekauft. Da war halt was drin. Und nachher hat es mir die Rosen gebracht, weil ich es vergessen habe. Das Backen. Und dann haben wir es da ausgepackt. Und dann ist der Herr Pfarrer... Schon gut, das reicht. Ich glaube, nun ist alles aufgeklärt. Ich habe mir ja gleich gedacht, was wollen denn zwei so fromme Männer mit so leichten Sachen? Na, seid jetzt drin! Mein Gott, Franz, bin ich froh, dass du unschuldig bist. Warum hast du mir denn das nicht gleich gesagt? Aha. Erstens hast du mich gar nicht zu Wort kommen gelassen. Und zweitens hast du mir kein Wort geglaubt. Bin ich eine dumme Gans. Du bist ihr Freundin. Gesäßt du, so unfehlbar bist du auch wieder nicht. Meine Namen in meinem Bett steht schon, der Herr öffnet die Augen der Blinden. Aber bei hat er Weile gebraucht. Dass ihr den Herrn Pfarrer das wieder bringst, und man wirst du weggekramt haben von ihm. Ja, glaubst du, dass ein alter Pfarrer von ein paar so schwarzen Baumwollresten erschrickt? Und sie haben sie aber selber gezahlt, Herr Pfarrer. Seht ihr, wie gefährlich das Lotteriespiel ist. Rosel, du nimmst jetzt das Zeug mit und schenkst es deiner jüngsten Tochter. Brauchst du auch nicht zu sagen, dass es vom Pfarrer ist. Dankeschön vielmals, Herr Pfarrer. Eine aufregende Sache war das schon um den Lostreffer. Was sagt ihr?